über das ganze Equipment rum. Und das hier hatten sie überdacht. Und hier unten waren die Viecher drin. Das zeige ich dir gleich. Geil, ne? Die gab's hier nicht. Wahrscheinlich jetzt schon sie uns nicht rein. So, eingeschlossen, dann komme ich wieder raus. Ja, genau. Da vorne gab es die Zaun, der war einmal rumgebaut. Da kannst du jetzt ja gleich mal duschen, wenn du. Da kannst du jetzt mal gleich mal duschen, wenn du möchtest. Ich zeig dir, wie es geht. Schick, ne? Oder? Top. Ja. Wirklich schick. Alles da. Hier stand eine Bank, da kannst du deine Schuhe hinstellen. Du wirst mit den Draußenschuhen nicht reingehen. Du bist da reingegangen, kriegst du schon wieder 1000 Euro, da siehst du sie. So, das mal 2, 1. Okay, will nicht. Wasser abgestellt. Das war die Dusche. So, hier war ein Zaun, hier lief die Viecher lang. Und Fernseite. Das Thema hier oben. Und der Wasserhahn sah ein bisschen anders aus. Hier, das war der Wasserhahn. So sah der aus irgendwie. Keine Ahnung. Passt nicht. Ist mal egal. Scheiß drauf. Aber kannst du mal anfassen, wie viel warm das Wasser ist? Das mache ich. Ich vermute eher kalt. Nein, nein, lauwarm. So, Stall. Alles klar. Damit klar. Da waren hier die Schweine, dazwischen waren die Kühe und hinten drin quer standen die Schafe. Ich will es nicht unbedingt reingehen, das ist nur Scheiße, ja? Das ist nämlich Scheiße am Fuß. So. Ab hier war alles eingezäunt, kannst du auch sehen, bis da unten hin, wo das Stroh liegt. Da war hier vorne ein Podest. Da kann man sitzen. Ja, genau. Die war auch da. Da vorne ist der Hühnerstall. Hier war nicht mal gut. Vorsicht, überall Scheiße da. So, und da vorne war der Misthaufen. Und dann haben sie es so geschickt gemacht, dass du mit der Schubkarre den ganzen Mist rausholen musstest, runterfahren musstest und da vorne hinfahren musstest. Obwohl da vorne eine Tür ist für den Misthaufen, wo man direkt rauffahren kann. Leichte Schikane, vielen Dank nochmal. Witzig gemacht, echt geil. Auf der Bank haben wir geheime Zeichen immer geschrieben mit kleinen Stöckchen vom Feuerholz. Also heute Lager und dann 15 Hühner und 3 Zwergkarnickel. Und das war der Begrenzungszaun von da vorne, da hinten, das rote Ding da für die Schweine, die Kühe. Und dann war hier ein Mast aufgebaut, der stand da vorne irgendwo und zwei Steine zur Begrenzung, durfte es nicht rübergehen. Gehst du rüber, fehlen schon wieder 1000. Oh, witzig, also klar, die wollte ich mit einer Abstürze. Und da vorne, wenn du das mal aufnimmst, ist das Gebirge, was heute sich leider versteckt. Und da drüben ungefähr Luftlinie, Kilometer, das erste Haus mit Menschen. So. Und hier haben wir uns gesonnt und dann kam das Unwetter ran. So. Hier war der Holzscheit drin. Hier wurde Holz gehackt. Und diese Tür, man glaubt es kaum, also alles voll mit Holz. Und diese Tür, mein Freund,
Hier ist das Plumpsklo drin gewesen. Unten natürlich, musste jeden Tag geleert werden. War so ein Eimer, da kam ein Deckel drauf und dann musst du den zu zweit nach oben tragen. War ganz schön viel Mist drin von 10 Leuten am Tag. So, gehen wir mal rein. So, das war alles so. Hier war eine Bank, 2 Etagen, musste die Schuhe ausziehen. Den Raum konnte man nicht betreten. Nun gehen wir in die Räucherkammer. Wenn die jetzt abgeschlossen ist, schrei ich Scheiße. Es ist abgeschlossen. Es gibt aber einen zweiten Weg. Aber wie war oben Schlafgemächer? Hier waren auch Schlafgemächer. Da war eigentlich ein Fenster davor. Und das war auch genauso breit wie hier. Und hier haben wir zu viert in solchen schmalen Betten geschlafen. So, das war die Küche. Vielleicht kannst du ein bisschen Licht leuchten. So, das war die Küche. Ein Kamin, Innenraum, Vorraum, Plumpsklo. Und hier vorne steht der kleine Herd. Ja, das ist die Räucherkammer. Da war das ganze Haus immer eingeräuchert. Ich habe gesagt, ich habe dreimal mich abgeseift, habe ich 20 Minuten Shampoo so gestanden. Und das ist echt gemüffelt nach 3 Tagen. So, mehr kann ich euch jetzt nicht bieten. Aber schön hier, das war super. Vielen Dank für Z7, vielen Dank Pro7. Musste gemistet werden. Das Blumsklo musste geleert werden, ganz klar. Einer musste Frühstück machen. Einer musste Kaffee kochen, den wir nicht hatten. Also gab es keinen Kaffee. Und zum Frühstück? Was gab es da? Zum Frühstück gab es einen warmen Händedruck. Es war nichts da. Kein Brot, keine Butter, kein Öl. Also Öl hatten wir. Und aus Bier und Mehl und etwas Zucker hatten wir auch keinen. Bier, Mehl und Milch haben wir ein Fladenbrot gemacht. Das haben wir auf der Herdplatte gebraten. Und abends gab es immer leckeren Kartoffel-Linsen-Eintopf mit Petersilienwurzel und Knollensellerie und Zwiebel. Ohne Salz natürlich. Ja, und dann gab es irgendwann die Spiele. Und nach den Spielen hat man dann versucht, sich wieder zu reinigen irgendwie. Und Lose stand am Herd und hat gekocht. Eintopf ohne Salz. Aber am zweiten Tag spätestens fangen sie alle an, Eintopf zu essen. Aber dann hatten sie sich auch überlegt, das wird auf einmal Gourmet-Restaurant. Also ich ohne Linsen bitte. Ein Fisch mal aus der Linsensuppe Linse raus, ja? Und für mich bitte keine Petersilienwurzel. Da habe ich gesagt, ihr wisst schon, dass hier nicht Fischers Fritz drüber steht, ja? Dass wir hier auf der Alm sind. Schönen Dank nochmal fürs Gespräch an alle. Ich liebe euch trotzdem. So, das war der Tagesablauf. Morgens krähte ein Hahn, obwohl wir gar keinen Hahn hatten. Das war sich der Regisseur itself, den er rumgekräht hat. Aber das war witzig gemacht. Und wir hatten überhaupt kein Gefühl für Tageszeiten. Wir hatten ja keine Uhren und keine Handys. Du bist als morgens mit der Sonne aufgestanden, bist mit der Sonne ins Bett gegangen. Also solange das liebe Vieh versorgt war, ja. Und das haben wir gut versorgt. Das haben wir sogar sehr gut versorgt. Das graue Schwein hieß Gucci und das andere hieß Chanel, das rosa Schweinchen. Und die waren auch witzig drauf, ja. Wenn dir was nicht gefallen hat oder wenn wir dir nicht genug zu fressen gegeben haben, haben sie so ein bisschen im Dreck rumgewühlt. Und dann haben sie dich angeguckt, haben so mit einer Pfote haben sie dir so den Dreck entgegengeschmissen. Also richtig clevere Tiere. Und alle Tiere nicht menschenscheu. Also sie haben noch nie schlechte Erfahrungen mit Menschen gesammelt. Und die hatten echt einen tollen Stall. Und die Ställe waren, das können wir wirklich sagen, den ganzen Tag wurde gemistet und getan und gelassen. Die Viecher wurden richtig gefüttert, auf Anleitung natürlich. So gut haben es Viecher selten gehabt, das muss ich echt sagen. Und die haben uns auch richtig geliebt danach. Aber wir haben die natürlich auch geliebt, war mal eine schöne Abwechslung zu den Menschen, die so fürchterlich vor sich hingemüffelt haben. Ne? Schöne Grüße an alle. Vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank, dass ich es machen durfte. Die Alm, der Lose.
Und jeden Donnerstag um 20:15 Uhr vergesst die Alm nicht. Danke. Ich gehe dann mal.